Am Samstag ist Gätnau im Mittelpunkt der schweizerischen Crosslaufszene gestanden. Über 120 Läuferinnen und Läufer haben an der Cross-Schweizermeisterschaft teilgenommen. Darunter so bekannte Namen wie Simon Nitlin-Luder oder Danita Weiermann. Organisiert worden ist der Anlass von der Läuferriege Gätnau nicht ohne Grund, weil sie heuer ihr 50-jährigen Bestehen feiern. Teilnehmer haben sprichwörtlich nicht leicht gehabt. Ist ihnen doch durch die schlammigen Verhältnisse der Morast an den Schuhen kleben geblieben. Grund, es hat tagelang vorzu geregnet. Verhältnisse also, die auch die Organisatoren vor Herausforderungen gestellt haben. Die haben sie aber glänzend gemeistert und man möchte meinen, aus Dank hätten auch am Samstag am Nachmittag die Sonne zwischen den Wolken vorgestrahlt. Ein sichtlich zufriedener OK-Präsident Remo Rinderknecht gegenüber Telenapf. Remo Rinderknecht, OK-Präsident von der Gross-Schweizermeisterschaft 2007 in Gätnau. Wie viele Teilnehmer haben ihr heute gehabt? Also ganz genau kann ich es nicht sagen, es wird etwa um 1200 Läufer herumgehen. Von wo kommen die überall? Also die Läufer sind ja alle Schweizer. Sehr viele kommen vom Welschen. Wie Welschen, das sind eigentlich die sehr viel Cross machen. Da kommen auch noch sehr viel vom Tessin und natürlich von der ganzen Schweiz. Aha. Ein paar bekannte Namen, die am Start sind. Bei den Damen ist es Simon Nitlin-Luder und natürlich Danita Weiermann. Danita Weiermann läuft heute Nachmittag und tut heute so oben noch anderthalb Stunden vom halb 10 bis 11 Uhr tut sie noch an der Bar Gäste servieren. Das ist natürlich eine super Frau, dass sie noch für so etwas sich einspannen lässt. Was ist eigentlich der Höhepunkt jetzt von diesem Anlass? Das ist ja eigentlich 50 Jahre Läuferin Gärtner. Ja, es gibt eigentlich zwei Höhepunkte. Wir haben einfach gesagt, wenn wir 50-jährig werden, möchten wir ein Lauf-Event, das in unserem Verein auch dazugehört. Wir haben 27 Jahre Cross organisiert. Dort haben wir jetzt die Schweizer Meisterschaft organisiert. Und am Abend haben wir, am gleichen Tag machen wir noch das 50 Jahre, tun wir noch feiern, 50 Jahre Läuferriege mit Gründern, ehemalige Präsidenten, Sponsoren, alles drum und dran. Das sind also 300 Personen, die hier eingeladen sind. Und dort möchten wir eigentlich das 50 Jahre Läuferige noch richtig feiern. Ja. Bedingungen von der Strecke, was kann man dazu sagen? Hat ja sehr viel geregnet in der letzten Zeit, in den letzten Tagen noch. Ja, ich muss sagen, die Strecke hat nie gedacht, dass die so fest oder so gut stand hat. Die ist sehr gut angekommen bei den Läufern. Es war hart gewesen, ist natürlich tief gewesen, aber lange nicht so tief, wie ich gedacht hätte. Und das kann man noch zurückführen, weil das OK am Herbst schon die Strecke bearbeitet hat, ist mit einem Bagger drüber die gefahren, hat den Boden gedrückt und auch wieder im Februar haben sie noch einmal die Strecke bearbeitet. Und durch das ist jetzt sehr gut rausgekommen, trotz dem vielen Regen, den es diese Woche gab. Und trotz den vielen Beinen, die durchgelaufen sind, wir haben schon ein bisschen mal gesagt, die Prominenz, die da war, die mitgesprungen ist, wer hat es sonst noch so gehabt? Ja, es waren noch verschiedene Männer, Herren, die auch sehr stark laufen. Bei uns wir haben auch eigene aus Christen, die heute Morgen gewonnen haben. Oder Judith Arecker, die dritt worden ist in ihrer Kategorie. Es war ein gut starkes Feld. Es hat zwar zwei, drei, wie der Kochuli von Hohhausen, mussten gestern absagen, weil sie krank sind. Aber das gibt es halt immer. Und ihr habt ja noch einen guten Draht zu den ehemaligen Läufern. Da habt ihr auch paar, also von früheren Zeiten, habt ihr auch paar können engagieren. Ja, wir hatten natürlich früher sehr viele Laufevente gehabt. Wir hatten Nachtläufe auf der Hauptstrasse. Und da sind da die Starren, die da sind, wie der Werner Dösegger, der Albrecht Moser, der Markus Riffel und verschiedene mehr sind da an diesen Läufen gesehen. Und die haben wir jetzt eingeladen und die sind praktisch heute Nachmittag alle gekommen und haben sehr Freude gehabt, dass sie wieder einst zu uns auf Gätnau haben dürfen kommen. Ihr habt es gesagt, die Strecke gibt es zu machen, ihr habt eine Festwirtschaft organisiert. Es sind natürlich vom OK, wie viele Leute sind hier am Arbeiten? Ja, es sind ganze OK sind 22 OK-Mitglieder,
aber dann nebenzu sind es mindestens 130 bis 150 Helfer, die hier noch helfen. Wo konnten die alle rekrutieren? Die Gärtner ist ja nicht so gross. Ja, wir haben grosse Läuferriege mit ihren Frauen und ihren Freunden und alles. Freunde und Freundinnen. Dann haben wir noch Gärtner, die von anderen Vereinen helfen. Heute Abend dort der Turnverein Gärtner, die Frauen dort uns servieren, den müssen wir nicht arbeiten. Und dann haben wir noch Zivilschutz Napf, der uns auch geholfen hat mit 10 bis 15 Mal. Bilanz allgemein jetzt vom Anlass? Also, muss ganz klar sagen, im Moment gerade ist der Anlass gelungen. Sehr viel Arbeit, sehr super gearbeitet worden von meinen OK-Mitgliedern. Aber das Fazit ist, wenn ich höre, wir haben vorhin einen OK-Präsident von Inwil gesagt, und der, wo er gegangen ist, hat gesagt, wir haben vor 2 Jahren die Schweizer Meisterschaft durchgeführt. Die sind uns ein paar Meter vor. Das wollen sagen, wir haben es super gemacht. Recht herzliche Gratulation, Raymond Rinderknecht. Vielen Dank. Danke vielmals. Ja. Mit diesen Bildern von den Grossschweizer Meisterschaften in Gärtnau vom Samstag am Nachmittag verabschieden wir uns. Die inoffizielle Siegerzeit 31 Minuten 17. Ode Mikli Luder. Und aus dem dritten Rang im Endspurt Bernadette Meyer, Elze und Zwiel. Thank you.